Hallo zusammen, willkommen zu meinem neuen Video. Heute mit einem neuen Release von Phantasm 2. Das Böse kehrt zurück. Im Gegenteil, und ich habe hier noch zusätzlich dazu das alte Mediabook von Koch Media. Mit dem gezeichneten Cover. Der Unterschied ist, dass diese neue Release, es ist nicht einfach nur neue Release von Phantasm 2, sondern das ist zum ersten Mal die Extended-Version von Phantasm 2. Was es auf sich hat, werde ich gleich darauf eingehen, aber zuerst mal zum Mediabook-Vergleich. Und zwar, das ist die Cover A-Variante. Die gezeichnete Cover A-Variante, die absolut wunderschön ist. Also ich war absolut, also zumindest für mich, ich mag diese gezeichneten wirklich, wo viel drauf ist. Das ist der originale Cover-Artwork nur für diesen Release. Wo ich ein bisschen enttäuscht war, als ich das Ding dann in den Händen hielt, ist, dass die Zeichnungen nicht so ganz genau sind. Weil man kann hier sehen, wie detailreich hier die Zeichnungen sind. Gestochen scharf und detailreich. Während hier sind die Zeichnungen halt, das ist so ein bewusster Zeichenstil, etwas verwaschen. Aber nichtsdestotrotz wirklich ein wunderschöner Release. Und jetzt schauen wir uns mal genau das Cover. Das ist hier in so einer komplexen Struktur etwas glänzend. Hier nochmal das Artwork hier oben und das Logo, das ziemlich klein ist. Das Cover des ursprünglichen Mediabooks. Hier dieses die gezeichnete Cover, das ist eine Variation von dem Standard-Cover, hier wie verwendet zum Beispiel auf der Complete Collection, dieser Standard-Poster-Artwork. Anderes Mediabook-Artwork ist übrigens genau dieses Standard-Artwork. So, aber das hat mir jetzt am besten gefallen. Ich habe jetzt auch alle anderen Mediabooks genau in dieser gezeichneten Cover-Variante. Genau. Und hier die Nummer 2, weil alle Koch-Media-Mediabooks durchnummeriert sind. Hier nochmal die Spines der Mediabooks, hier verglichen. Blu-ray DVD, hier nur Blu-ray-Zeichen. Jetzt die Rückseite. Beide sind 3-Disc-Mediabooks. So, dann öffnen wir die mal. Phantasm 2. So, und Phantasm 2. So, hier die Mediabooks im Vergleich. Genau, das ist hier genau das gleiche Artwork, die sind nahezu identisch, außer hier steht Extended, in dieser etwas dilettantischen Schrift, finde ich zumindest. Genau, jetzt schauen wir uns mal auf die andere Seite. Man sieht, dieses Mediabook verwendet die Koch Media Releases, das heißt das Koch Media Black Hill, genau, das ist ein Label von Koch Media. Genau, es hat also keine eigenen Discs. So, das sind die 2 Discs von der ursprünglichen Variante. Das ist die DVD und das ist Bonusmaterial. Und hier entsprechend das Bonusmaterial. Das ist exakt die gleiche Disc. Genau das gleiche. Und hier die DVD, die ganz faule Variante. Die haben einfach das Artwork des anderen genommen. Also nicht den Reggie. So, jetzt schauen wir uns mal das Artwork da hinten. Diese Szene ist sehr wichtig, darauf komme ich später. Das ist nämlich, die Szene ist zentral für die Extended Edition. So, jetzt zeige ich ganz kurz in das alte Mediabook. Das habe ich schon mal vorgestellt, zusammen mit allen anderen Phantasm Mediabooks. Ich werde einen Link darauf entsprechend am Ende des Videos zeigen. Das zweite Buch des Bösen, der Teufelskreis, sämtliche Black Hill Koch Media Mediabooks sind als quasi haben von Christoph Huber. Andere Mediabooks haben dann die Namen das Buch des Bösen, das dritte Buch des Bösen, das fünfte Buch des Bösen und so weiter. Genau. Ja, ich habe schon mal gesagt, dass genau das Design ist bei diesem Mediabook speziell ganz in Ordnung. Genau. Es ist in Grün gehalten. Speziell bei diesen Mediabooks ist es so, bei den 2 Mediabooks ist es so, dass verschiedene Cover-Varianten unterschiedliche Farben haben. Zum Beispiel andere Cover-Varianten haben zum Beispiel Rot. So, jetzt kommen wir zu dem Mediabook. Das Papier fühlt sich sehr hochwertig an.
gesamte Gestaltung ist sehr schön. Ja, genau, das ist ähnlich wie die Seite von dem anderen Mediabook. Das böse 2-Logos. Ich muss ganz, so, das sind ein paar Interviews. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Gestaltung jetzt hier ist jetzt nicht so schön. Aber die Bilder, die sind schöne Bilder aus dem Film, die sind recht ansprechend. So, jetzt erzähle ich ein bisschen was zu diesem Release. Und zwar glaube im letzten Jahr hat Wellgo USA die Neuauflage ihres Phantasm Releases in USA gemacht, dieses Mal mit einer Sphäre. Also, nachdem Aero bereits in ihrem Release auch eine Sphäre dabei hatte. So, das sind die verschiedenen Lobby-Cards, leider in einem recht kleinen Format. Genau, und das war's. So, Wellgo USA hat dann den Re-Release gemacht und außer ein paar neuen Extras gab es eine neue Abtastung von Phantasm 2, neue 4K-Abtastung. Und in dem Zuge haben sie allerdings auch noch etwas anderes gemacht. Sie haben eine andere Version von Phantasm 2 veröffentlicht. Genau, eine Extended Edition von Phantasm 2 haben sie dabei mit veröffentlicht als Hauptargument für die Neuauflage. Und es war dann die Frage, ja, kommt es auch dann nach Deutschland? Und die Antwort wurde dann in diesem Jahr beantwortet, nämlich Ende dieses Jahres erschien auch die Complete Collection von Phantasm zum ersten Mal in Deutschland. Wirklich nicht einfach ein einzelnes Mediabook, sondern eine Complete Collection von Hogcock Media, wo Phantasm 2 eben auch in dieser Variante, in dieser Extended Variante released wurde. Und zusätzlich dazu gab es von Media, genau, Inked Pictures meine ich, Inked Pictures, genau. Von Inked Pictures gab es auch zwei Releases, und zwar dieses Mediabook und eine eigene Complete Collection. Die Complete Collection von Inked Pictures ist besser. Die beinhaltet auch noch quasi sämtliche Discs und noch eine CD. Ne, nicht besser, Quatsch. Sie beinhaltet, genau, was sie nicht beinhaltet, ist ein Booklet, was in dem Koch Media Release drin ist. Aber die Inked Pictures Edition, also die komplette Edition, ist unbeschreiblich teuer. Also 160 Euro ist einfach für einfach nur im Endeffekt ein Digipack. Die nennen sich zwar Mediabook, aber es ist im Endeffekt ein Digipack, ein Digibook. Ist Wahnsinn. So, zusätzlich dazu gab es aber auch dieses Release, nämlich das Phantasm 2 wurde in dieser Variante exklusiv nochmal separat released als Mediabook. Das ist Cover A. Ich habe aber nirgendwo ein Cover B gefunden, was mich auch überrascht hat bei diesem Release. Das gab es nur bei Amazon und zwar nicht bei Amazon selbst, sondern wurde verkauft von Globanka DVD Verkäufer. Wahrscheinlich ist es genau die Firma. Und bei eBay, also nicht bei den üblichen Läden wie Beyond Media oder Pretz Media, nein, da gab es die nicht. Der Preis mit 35 Euro war auch schon recht hoch angesetzt. Und zum Glück gab es dann jetzt ein Angebot für 25 Euro, was jetzt für eine kurze Zeit bei Black Friday, was jetzt auch nicht so wahnsinnig günstig ist, aber immerhin akzeptabel. Für mich als Superfan und Kompletist eben, weil ich natürlich alle Mediabooks haben wollte. So, als das Paket dann ankam, habe ich mich richtig erschrocken, weil ich dachte, das wäre eine Fehllieferung. Das Ding sah aus, das war, also ich habe eigentlich erwartet, dass das bloß so ein kleiner Umschlag ist, der einfach nur reingeworfen wird im Briefkasten. Nein, das war ein großes Paket, der ein bisschen deform war, so als wäre es eine Plane. Das war so was Längliches. Und da zum Glück war das aber völlig korrekt, denn ich habe vergessen, dass dazu noch also man bekommt nicht nur das Mediabook, sondern auch noch ein riesiges gerolltes A1-Poster. Ich werde es jetzt hier nicht ausrollen, wirklich. Das hat komplett das gleiche Cover-Artwork wie das hier. Aber ist ein sehr, sehr nettes Gimmick. Vielleicht hänge ich es irgendwann mal auf bei mir. So, jetzt komme ich noch dazu, was denn jetzt eigentlich, wo sich die Version unterscheidet. Und das ist extrem enttäuschend. Das ist echt extrem enttäuschend, weil also die Disk-Menüs von diesem Black Hill Media Discs sind identisch
mit den alten Disk-Menüs und die Extras sind absolut identisch. Auch die Extras, wie gesagt, haben eine Bonus-Disk. Die Extended-Version unterscheidet sich quasi in einer einzigen Szene. Diese Szene ist auch hier gezeichnet. Nämlich die Szene, wo die Kugel den Priester erwischt, gibt es deutlich mehr Blut. Genau. Diese Szene dauert, ich glaube, nicht mehr als vielleicht 10 Sekunden. Das ist der einzige Unterschied, was auch sehr viel kritisiert wurde, völlig zu Recht. Diese Szene gibt es ja als Extra, und zwar in Extras gibt es auch Workprint-Szenen. Und das ist eine der Szenen, die entsprechend dabei ist. Und da gibt es noch mehr Szenen, die auch rausgeschnitten wurden, aber die wurden nicht nachträglich hinzugefügt. Seltsam, warum man das so gemacht hat. So, jetzt zu einem weiteren Vergleich. Und zwar Inked Pictures, ich habe das immer noch nicht ganz verstanden, man findet im Internet auch ganz wenig dazu, ist offenbar auch bekannt als Anker Dealer Company. Die gleiche Firma hat bereits im Vorfeld auch Phantasm, und zwar bevor Inked Pictures überhaupt, bevor Koch Media, Black Hill überhaupt die ganzen anderen Mediabooks released hat, hat Anker Dealer Company bereits den ersten Teil released in einem ziemlich ähnlichen Mediabook. Und zwar, die Struktur ist ziemlich ähnlich, man merkt aber, die haben etwas anderen Master, also hat etwas andere Vorlage verwendet. Vielleicht haben sie die andere einfach nicht herbekommen. Also dieses Mediabook hat ein bisschen eine andere Höhe und ein bisschen andere Dicke. Aber von der Gestaltung her sind sie nahezu identisch. Man merkt hier, das ist Phantasm und das ist Phantasm 2. Hier, die Rückseite. Und hier bei Phantasm 2 steht auch Anker Dealer Com. Beide sind 3-Disc-Editionen. Das erste Mediabook habe ich ja auch schon in einem anderen Video vorgestellt, wo ich das mit Black Hill Mediabooks verglichen habe. Der Unterschied ist natürlich, in dem Falle haben sie, das war wie gesagt noch vor Black Hill Release, die haben Phantasm Remastered entsprechend eigene Discs verwendet und eigene Menüs. Finde ich immer sehr reizvoll, wenn sie das machen. Also das ist immer ganz interessant, für mich zumindest, verschiedene Releases zu vergleichen. Man sieht, Gestaltung des Booklets ist auch sehr, sehr ähnlich. Also man sieht hier ist übrigens auch ein Poster dabei, allerdings ein Mini-Poster, kein gerolltes. Genau, man sieht, dass das hier auch die Gestaltung der Seiten auch sehr, sehr ähnlich ist. Also, genau. Das heißt, im Endeffekt haben sie eine eigene Version von Phantasm 2 rausgebracht. Mich reizt immer, verschiedene Versionen des gleichen Films zu sehen. Es ist einfach jetzt eine Sache bei mir als Sammler, dass ich das. Ich gerne sehe, wie die anderen Firmen entsprechend den gleichen Film, mit dem gleichen Film umgehen und das dann machen. Genau, hier ist es entsprechend einfach ein bisschen Erzählung zu dem Film. Sprachlich qualitativ nicht sehr hochwertig, während hier sind vor allem die verschiedenen Interviews. So, Leute. Ich bin jetzt froh, meine ganzen Mediabooks zusammen zu haben. Also zu Phantasm und Phantasm 2 gibt es Alternativ-Mediabooks. Wie gesagt, bei Phantasm 2 Extended. Zu Phantasm 4 gibt es noch eine Version von Wicked Vision. Habe ich auch auf meinem Kanal entsprechend vorgestellt. Werde ich verlinken. Und wenn ihr wollt, dass ich noch weiter diese Videos mache, hinterlasst ein Like, abonniert meinen Kanal, damit ich weiter wachsen kann. In meiner im Moment noch recht bescheidenen Größe. Hinterlasst ein Like und schreibt mir in den Kommentaren, was ihr von der ganzen Reihe haltet und was ihr von diesen Releases haltet. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschö.